Willkommen zusammen zur zweiten Folge von unserem neuen LS17-Projekt Gemeinde Rade zusammen mit dem Werner von den Burning Gamers und dem Sachsen-Let's Player. Hallo. Guten Tag. Wo gehen wir hin? 29 oder 11? Können wir uns jetzt aussuchen. 11 ist noch näher dran, oder? Ja, 11 ist wirklich näher dran. Langsam lerne ich dieses Lenkrad wirklich zu schätzen hier. Macht schon Spaß, wenn man was zu lenken hat, wenn man was in der Hand hat. Ich muss einmal drehen, glaube ich. Ich bin falsch hier. Echt? Ja, ich glaube, wir müssen nach unten, nicht nach... Jetzt mache ich das Ding schon wieder auf. Also wenn wir zu 11 holen, müssen wir nach unten, ja, so links rum. Ja, genau. Wir können gerne zu 11 fahren. Da, glaube ich, fahren wir dreimal im... Also ja, einmal vor, genau. Alle drei nebeneinander und dann sind wir fertig schon unten. Boah, dein Licht, Alter. Meins? Oh. Das von JD. Was, ne? Was ist mit dem Verkehr hier los? Ich weiß nicht. Ich schalte den aus. Da stimmt irgendwas nicht. Das hasse ich ja in der Realität, wenn du Auto fährst, ne? Ja. Und dann kommen dir diese Autos mit diesen, wie heißen diese, extrem hellen Scheinwerfer, diese Xenon oder so? Ja, Xenon, ja. Xenon, genau. Diese Dinger, die dann oft auch noch falsch eingestellt sind. Oh, und die blenden total. Also ich finde das richtig schrecklich. Okay. Vor allem, wenn du so auf so einer Landstraße bist und dann so gemütlich fährst du, dann kommt dir da so ein Arsch entgegen. Ja, ist nervig. Ich kenne das tatsächlich. Ich fahre ja ein Auto, was jetzt so sehr hoch ist. Ne? Also so ein Pickup ist ja schon sehr hoch gebaut. Und ich merke es jeden Tag wirklich, wenn ich jetzt so richtig nah bei einer Ampel auf ein kleines Auto auffahre, so ein Opel, weiß ich nicht, Adam oder so ein Nissan Micra, so ein richtig kleines Auto, ne? Also, ich weiß nicht, aber ich leuchte dieses Auto voll aus mit meinen Scheinwerfern. Das Ding ist einfach so unglaublich hoch, das ist Wahnsinn. Betronst du dann über den Verkehr, ne? Ja, so ungefähr. Wollen wir hier, ich habe nur eine Idee, wollen wir hier irgendwas ansehen mit Stroh? Weil es würde sich tatsächlich anbieten, ein langgezogenes Feld zu nehmen für Stroh, wenn wir da nicht so weit hin und her fahren müssen. Ja, Weizen oder, na warte mal kurz, was sind denn hier die Preise? Vielleicht bringen die anderen mehr. Weizen bringt 673. Ja, bringt doch in der Tat am meisten. Machen wir Weizen? Machen wir Weizen. Okay. So, ready for takeoff. Da muss ich auch noch mal reinschauen, ob sich da was getan hat. Was denn? Ready for takeoff. Da kam noch mal ein Update, ne? Kam noch mal ein Update, wunderbar. Gut. Vielleicht ist jetzt der Autopilot verloren. Ja, fahren Sie los, Sire. Okay. Anschalten muss ich noch. Perfekt. Das erkennt man richtig schlecht hier, wenn man hier was ansieht. Oder? Ja, es geht. Aber Ansgar, wenn du jetzt ein richtiger Profispieler, also Profispieler in Anführungszeichen, mit Lenkrad sein willst, ne, dann musst du eigentlich einen Lenkknauf haben. Ah. Kann man sich den noch dazu bestellen? Da musst du gucken, ne? Da musst du das LS-Lenkrad nochmal kurven und den dann abbauen, der da dran ist. Ich glaube, den kannst du gar nicht anbauen, weil der ist geklebt. Ja, dann brichst du ihn ab und klebst ja, halt aufs G29. Hast du bitte deine Scheinwerfer aus? Ich habe ah ja, siehst du wieder links? Okay, Entschuldigung. Eieiei. So, alle Weizen, perfekt, läuft. Aber ich habe an meinem Lenkrad im Valtra auch gar keinen Lenkknauf. Nee, das hast du nur hinten. Also in der Rückfahreinrichtung. Ja. Oh. Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das wäre ja dann unrealistisch, wenn ich dann in echt hier... Ja, natürlich, also ganz klar. Voll unrealistisch. So, hoppala. Na. Relativ. Ja gut, das sollte sogar passen hier. Das ist nicht so unförmig. Ihr seid jetzt rechts von mir, oder? Ja, wir sind ganz rechts gefahren. Okay. Wo war die Karte? Hier, ne? Ja. Ich habe daran gewöhnt, hier ohne GPS zu fahren. Ja, wir spielen ein bisschen Steinzeit-LS, ne? Kein GPS, kein Drive Control. Ja. Ja, aber dafür richtig dicke Trecker.
Ja, Drive Control. Ich weiß halt, der ähnliche Vorteil, den du bei Drive Control hast, sind diese zuschaltbaren Fahrthilfen hier, wie Differential und Allrad und alles. Ja. Aber so dieses, gut, du hattest das immer aktiviert wegen deinem Lenkrad halt, ne? Ja, aber ich habe einen eigenen Knopf dafür zum Vorwärts-Rückwärts-Fahren. Ah, okay. Mit diesem Pfeil halt, das ging mir immer so derbe auf den Kicker. Ja. Das mal deaktivieren, so, Moment. Ja, ja. Lass dir Zeit. Aber hast du so ein Tastaturmod hier mit drauf gemacht, dass das besser lenken hier, den es da gibt? Oder kommt mir das einfach nur so vor? Nee, habe ich so in der Richtung habe ich gar nichts mit drauf genommen. Okay. Hatte mich schon beim Safe Game machen irgendwie gewundert, wie gut ich mit den Anhängern rückwärts komme. Ja. Na gut, gelernt ist gelernt, ne? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gerade hier was Drehschemel angeht, das ist grausam. Ja, Drehschemel. Obwohl mit dem Drescher ging's dann, das hat aber gedauert. Aber kommst du nicht von dem Bauernhof oder doch? Ja. Ja, ja, ich komme von dem Bauernhof. Ne? Dann kennst du ja das Treckerfahren schon ganz gut, oder? Hab ich öfters mal getan damals, ja, aber... Hast du mit 16 direkt deinen Treckerführerschein gemacht? Natürlich nicht. Ich habe mit 16 Mobit gemacht und, wo war denn das damals? Da war ich vielleicht 10, 11, 12, so in die Richtung rum. Da war ich immer draußen, wenn wir Ernte gemacht haben, also Heuernte. Da war ich halt immer mit draußen und habe da mitgeholfen und alles. Und ne, entweder Heu eingetreten oder halt hochgeschmissen oder halt gefahren, whatever. Aber wann war das dann? Mit 14 habe ich dann meinen eigenen Laptop gekriegt, also sprich zur Jugendweihe. Dann war WoW, ne? Und kannst du sonst wie auf dem Bauernhof leben und Traktoren um dich rum haben. Das hat mich dann weniger gejuckt in dem Sinne. Das Moped habe ich halt gemacht, weil ich es halt haben wollte. Oder weil ich es dann auch gebraucht hatte für die ganze Praktika-Kacke da. Weil das ja alles kilometerweit außerhalb war. Aber gab's nö. Keinen Bus? Nee, also auf dem Dorf, wo meine Mutter jetzt noch wohnt, das ist das Elternhaus, da kommen zwei Busse am Tag. Das ist früh der Schulbus und Nachmittag der Schulbus zurück. Und das war's. Wow. Das ist gar nichts. Das ist ja wirklich, das ist ja interessant. Klick wohnt ja in der Nähe von Zwicke. Und der wohnt ja auch in dem Sinne auf dem Dorf. Ich sag, wie viele Einwohner habt ihr? Und so 1000, 2000, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist doch kein Dorf. Ja doch, das ist ein Dorf. Ich sag, nee, da wo ich herkomme, da wohnen, wie viel wohnen da? 86 Mann. Das ist ein Dorf. Ja gut. Das ist ein Dorf, nicht wo 1000 Mann wohnen, das ist doch kein Dorf mehr. Aber wirklich so. 86, da ist die Inzuchtrate, glaube ich, hoch, oder? Boah. Das sind halt alles größtenteils nur noch. Das ist größtenteils alles nur noch Rentner dort. Nee. Ja. Der war nicht okay, ne? Aber der war so weit unten, das war nicht mehr feierlich. Da muss ich mich jetzt bei allen entschuldigen. Aber da ziehen viele, also da kamen ab und zu mal ein paar Städtler mit dazu. Also ich glaube im... Wenn es zu bunt wurde dann irgendwie... Ja, scheinbar. Ne? Also im Dorfzentrum da hat sich so eine... Ja, da haben sich ein paar Städtler eingerichtet. Die haben natürlich auch eine Hütte dorthin gebaut. Ich würde sagen, es passt absolut nicht ins Dorfbild, nein, ne? Hochmodern. Aber naja, gut, wer hat, der hat. Der kann. Oder der kann in dem Sinne. Ja, und ich glaube, über uns oder so, da hat sich ein Banker niedergelassen oder so, der hat da auch seine halbe Villa da reingezogen. Die loben sich halt die Ruhe dort halt, ne? Das ist klar. Ja. Aber es ist ja immer so, viele, die auf dem Dorf wohnen und so das Stadtleben nicht kennen, für die ist das Stadtleben aufregend oder vielleicht auch nicht, ne? Ausnahmen gibt's ja. Für die in der Stadt sind, die wünschen sich eigentlich das Landleben, ne? Dass du einfach Ruhe hast. Ja, wie das machst, ist falsch eigentlich, ne? Ja, ich bin in so einem Mittelding aufgewachsen. Um mich rum waren auch viele Felder, aber die nächsten Großstädte waren nicht weit. Also ich habe tatsächlich den perfekten Mix für mich jetzt gefunden. Ich arbeite den ganzen Tag in der Stadt und am Abend, also beim Nachhausefahren, fahre ich einfach durch mehrere Dörfer oder außerhalb einfach der Stadt, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja. Dann hast du eigentlich alles. Dann kannst du tagsüber oder kannst du nach der Arbeit noch irgendwo einkaufen oder so. Ja, genau. Hast du das schon mit drin, das ist super. Dorfleben kann schon schön sein, wenn die Verbindung, also die Anbindung halt stimmt, ne? Also ja, klar. Das Problem ist halt, rundrum ist nichts. Also der nächste Supermarkt, jetzt von Elternhaus aus gesehen, der liegt 10 Kilometer entfernt. Boah, da ist, ja gut. Ne, da ist halt wirklich rundrum nichts. Da gibt's also etliche Dörfer, die alle so in der gleichen Rate sind. Ne, ich glaube, Maltesohm,
Das sind, glaube ich, vielleicht maximal 100 Einwohner. Gut, dann das andere, Sarah, das ist schon wieder ein bisschen mehr, aber es ist halt rundherum nichts, ne? Da gibt es halt noch eine Kneipe. Kneipe gibt es im nächsten Dorf. Im anderen Dorf gibt es dann auch die Bundesstraße, die da durchführt. Und eine Turnhalle, aber... Und ein Blumengeschäft. Keine Ahnung, warum man das da immer hingebaut. Ja, weil es an der Bundesstraße liegt, aber... Ach so, ja gut. Ja. Den Durchzugsverkehr, sagst du? Richtig, ja, da kommen, ja, da geht ja alles durch. Da kommen ja LKW sowie Autos, Hauptverbindung. Der Trucker noch für seine Freundin noch so eine Blume kaufen. Richtig, ne? B93 halt, die zieht sich ja halt durch von Leipzig, glaube ich, bis nach Zwickau hin. Ne? Das ist halt die Verbindungsstrecke dahin. Und ja, deswegen, aber ansonsten gibt es da halt nichts. Da musst du wirklich dann in die nächstgrößeren Städte, wie Gößnitz. Ja, doch, Gößnitz ist dann zum Beispiel die nächstgrößere Stadt dort. In, da hast du dann Supermärkte halt. Hurra. Deswegen, das ist dann immer so die Sache. Deswegen auch Moped. War halt, ne, dass du auch ein bisschen mobil bist. Weil ansonsten, wo wollen wir denn hin? Auf 29? Ja. Okay. Aber Randy, jetzt sag mal ehrlich. Dein Moped war doch bestimmt frisiert. Nee, ich hab's gebraucht. Also, was ist frisiert? Das war wirklich noch eine alte SE50 halt, ne? Und ich hab mich festgefahren. Es tut mir leid. Moment. Es war halt eine SE50, die wir von irgendeinem Antikhändler da, das war ein Antikhändler, hatte es halt dort. Und das hatte auch nicht mehr viel mit einer, also hatte schon so Grundausstattung SE50, klar, aber zum Beispiel, die war rot lackiert, hatte am Tank und hinten drauf Ferrari-Symbol, ja, also so ein Aufkleber drauf und vorne halt so ein scheiß Windschutz, der ja eigentlich standardgemäß auch nicht drauf gehört. Aber die hat seine 80, 85 hat die gefahren. Aber das sind die, meines Erachtens nach, haben die alle so standardgemäß, ne? Hätte also, ich jetzt so einen schwulen Roller, in Anführungsstrichen, so hat es mein Fahrlehrer genannt, die sind auf 50 gedrosselt, da machst du nix. Ne? Aber so die alten Sim, die fahren ja wenigstens noch so schnell. Darf man das bei euch auch? Weil bei uns ist es wirklich so, also wir haben nur diese Roller hier, also wir haben auch natürlich Motocross und so weiter, aber diese Roller, die maximal 45 fahren dürfen. Mhm, das gibt es bei uns Führerschein. Auch. Ja, M hieß der, ja, ich glaube, das hieß jetzt mittlerweile anders, der hat diesen Club umbenannt, aber bei mir war es damals noch M. Ja, und dann mit M darfst du halt das ging nach Kubik, bis 50 Kubiker halt, ne? Und ja. Die alten SE50, die waren halt, die sind, glaube ich, bei 50 oder in 50 Kubik gewesen und die hatten halt die Leistung und deswegen war das dann hier auch kein Problem, ne? Weil er damals Zulassung anno dazu mal 80er Jahre oder so, weißt du? Oh ja, okay. Ne? Und deswegen war das nicht so das Problem. War aber allerdings auch nicht so geil, ne? Ich glaube für 300 gekauft, für 150 repariert. Dann haben sie mir immer, wo ich beim Kollegen übernachtet habe, haben sie mir nachts das komplette Ding auseinandergebaut. Also Blinker, Benzinschlauch, Auspuff, alles mögliche halt. Das waren dann nochmal so ca. 150 Euro für neue Teile. Ja. Und dann, warte mal, da hoch. Ach ne, 27, das ist die Wiese hier. Achso, genau. Da vorne dann. Hm. Ja, und gut. Irgendwann bin ich halt dann in die nächstgrößere Stadt gezogen und seitdem steht das halt dort im Familienhof, ne? Oder ja, schön. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich hier Stadtverkehr. Hier fahren alle, keine Ahnung, Seid zu weit gefahren? Ja. Ansgar, abbiegen! Ich drück zurück. Ne, jetzt fährt hier alle 5 Minuten fahren da 3 Busse durch die ganze Stadt und da brauche ich kein Moped mehr, weißt du? Nee. Das ist klar, ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier was Gepflüchtes. Ladies first. Danke. So, also, wir haben jetzt auf einem Feld Sojabohnen, auf einem Feld Weizen. Was machen wir hier drauf? Also Sojabohnen bringt uns halt einfach momentan die meiste Kohle. Ja, wir werden wahrscheinlich die Kohle eher, also momentan brauchen für vielleicht weitere, oder Tiere vielleicht, oder weitere Felder. Für weitere Felder, Tiere, ja, Kredit haben wir ja auch noch, aber ich glaube, den Kredit würde ich halt für die Tiere aufheben wollen. Das finde ich gut, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt schon die Woche machen oder erst nächste Woche, wenn wir dann den billigeren Tiermod drauf haben, weil warum sollten wir sinnlos mehr Geld ausgeben, wenn es nicht nötig ist? Das bringt nichts, ja. Wobei, wenn man ehrlich ist, der Tiermod ist in 2 Minuten drauf. Gut, ja, müssen wir halt neu starten, ne? Ja. Haben wir eigentlich diesen For Real Mod oder was das ist? Nee, haben wir gar nicht, okay. Aber wie gesagt, der ist auch 2 Sekunden drauf. Ja, weil hier schaukelt es gar nicht so auf dem Feld. Oder was? Ja, das macht ja auch Drive Control. Macht Drive Control? Ich glaube, Drive Control macht dieses Rumgewackel da. Ja, auch teilweise. Oder teilweise. Dieses For Real, das ist ja, glaube ich, die Fruchtzerstörung.
Ja, und dass die Reifen, dann gibt es ja noch das eine, dass die Reifen ein bisschen dreckscher werden. Genau, dass so der Dreck ein bisschen aufwirbelt und mit dem, wie nennt man das, mit dem den Speichen, nee, Speichen sagt man nicht dazu, ne? Mit dem Profil des Reifens mitgehen, wenn man so möchte. Hm. Wollen wir jetzt hier nochmal so, ja? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann machen wir so, ja. Bist du auch dafür, Ansgar? Mhm. Sehr schön. So. Ja, es gibt eben aber noch ein paar Skripte. Ich würde auch das, was du bei Modform vorgestellt hast, diesen Heutrockner, fand ich cool. Ja. Das könnten wir auch mit drauf nehmen. Können wir gerne machen. Skripte gibt es ja allerlei. Also ich habe ja nochmal beim ModHub durchgeguckt. Da gibt es ja wirklich etliches, ja, was auch wirklich relativ auch sinnvoll, ja, ist. Sehr interessant vor allem. Also wirklich, was wirklich das Spiel erleichtert und noch ein bisschen mehr Spielspaß bietet. Mhm. Ja, zum Beispiel, es gibt über diesen Trailer-Navigator, den fand ich ganz interessant, weil damit sollst du wohl irgendwie einfacher den Trailer rückwärts, also gerade was Dings angeht. Drehschemel. Drehschemel, ja, weil das dann irgendwie, der erkennt dann, wo der hin soll, oder du wählst die Richtung aus, wo der hin soll, und dann versucht er das, oder also wie Einparkhilfe so mäßig, keine Ahnung. Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ja. Deswegen gucken wir mal. Also für Skripte und so weiter bin ich gerne offen. Können wir gerne alles mitnehmen. Wie war's mit Curseplay? Ja, natürlich. Randy, kannst du uns vielleicht eine Multiplayer-Version schreiben davon? Guck ich mal, ob ich das hinkriege. Ja, bitte. Na, Upside Down ist doch der Warmoder, oder? Nee. Also, nee, auch nicht. Die zwei haben wohl sehr viel für den LS gemacht, ja. Aber CP ist auf eine andere Kappe. Oh, okay. Ja, ich weiß halt nur so, gerade jetzt GPS und alles, das gehört ja alles der Upside Down, ne? GPS? Ja, das hat alles Upside Down gemacht, das stimmt. Ja, der war ja der krasse Skripter. Aber der macht ja jetzt auch nichts mehr, ne? Nö, der gehört ja mit zu der Modding-Gruppe für C&C. Genau. Deswegen. Da bin ich auch mal gespannt. Eigentlich hätte ich fast sagen können, in 2 Wochen ist es soweit, aber nein, es dauert leider noch. Ja. Ja, aber wenn dadurch das Produkt besser wird... Natürlich. Das ist auch das, was wir, glaube ich, auch immer sagen. Ne? Wenn wir jetzt irgendein Spiel vorstellen oder wenn wir irgendwas bekommen zum Vorzeigen und das ist dann Kacke, ne? Dann sagst du auch wirklich, Jungs, lasst euch einen Monat oder zwei mehr Zeit, aber macht ein geiles Produkt raus. Ja. Es ist doch egal, wenn es jetzt 1 bis 2 Monate länger dauert. Aber besser ist, man hat dann den Spielspaß und muss nicht hier Bugs bekannt geben und bla bla bla. Das ist right. Aber ja. Dafür gibt es ja auch Betas. Ja, gut. Alter, wir sind schon wieder fertig. Okay, ja. Schon wieder mit Überlänge. Mensch, du. Moment, genau. Und wie es weitergeht, auf der Gemeinderate oder in der Gemeinderate vielmehr, das seht ihr in der nächsten Folge. Schaut gerne bei den anderen Kanälen vorbei. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und wir sagen tschüss. Tschüss.